Bruder, überpünktlich. Du bist überragend, Moki. Ja, aber soll ich machen? Du kannst gerne hier alles aussuchen. Ja, mal, wie geht's? Alles gut? Ja, selbst? Ja. Ah! Das fühlt sich so, als wäre das richtig echt, so weißt du. Guten Tag, liebe BVB-Fans, und willkommen zu einem neuen BVB-Vlog. Im heutigen Video sind wir hier an der Fanwelt und werden an der BVB Experience teilnehmen. Werde aber nicht alleine sein. Wir treffen uns gleich mit Moki. Und dadurch, dass diese Tour ein bisschen interaktiver ist, habe ich mir Hilfe geholt. Als Kameramann ist Patrick hier am Start. Vielen Dank, Patrick, dass du hier bist. Und ja, wir wollen keine Zeit verlieren. Wir gehen jetzt da einmal nach oben und treffen uns mit Moki. Moki, danke, dass du hier bist. Danke auch. Du, ich freue mich, dass du mich heute unterstützt bei der BVB Experience. Moki wird heute mein persönlicher Coach, Berater sein und Trainer. Der wird auf jeden Fall Profi. Bevor es losgeht, müssen wir uns hier einmal anmelden. Ja. Und dann einmal die E-Mail-Adresse. Während der Experience-Tour könnt ihr nämlich Fotos machen und die Fotos werden dann zu eurer E-Mail-Adresse geschickt. Also deswegen ganz wichtig, keine Fake-E-Mails rein. Wenn wir uns angemeldet haben, kriegen wir so ein Bändchen. Ja, ich hab's schon. Hast du schon? Kommt noch eine Wegbeschreibung mit? Vielen lieben Dank. So, ich werde ein bisschen dribbeln. Hast du welche Tipps für mich? Ich habe zwei linke Füße. Ja, auf jeden Fall den Ball sauber annehmen. Erster Kontakt muss sehr sauber sein. Und Schulterblick ist ganz wichtig. Mit Sohle? Oder soll ich zack, zack, zack? Einfach zack, zack, so diese Bewegung, weißt du? Okay, okay. Also, wir sind bei der ersten Station. Hier geht es nämlich darum, dass wir beim Leistungsnachwuchszentrum anfangen. Moki, du hast die Uhr. Du musst einmal hier bitte dranhalten. Das sollte funktionieren. Yep. Das sieht doch gut aus. Gehen wir weiter. Hi, herzlich willkommen. Das ist Bilal. Meine Kolleginnen und Kollegen haben mir bereits mitgeteilt, dass du heute zum Richtungstraining nimmst. Ich freue mich. Mein Name ist Bilal. Ich bin Trainer bei Borussia Dortmund und darf dich heute zum Scouting begleiten. Bilal ist Legende. Also, pass gut auf. Welche O? Wir beginnen mit einer bitte? Übung. Welche O, mein Schatz? Der macht Fußballakademie. Ah, okay. Ja. Alles klar, hier ist dein Ball. Ich dachte, der Ball kommt ein bisschen härter, Mann. In 10 Sekunden geht's los. Okay. Viel Erfolg. Gib alles. Ja. Und das Ganze läuft auf Zeit. Ja, du machst das sehr gut. Hier, hier, hier. Alter. Deswegen habe ich gesagt, Schulterblick. Du musst immer Schulterblick. So immer nach oben gucken? Ja, siehst du? Schulterblick hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh, Alter. Siehst du, Fußball ist doch nicht einfach, wie alle so denken, ne? Alter. Dann können wir einen Blick auf deine Ergebnisse werfen. Ergebnisse würde ich. Wie lange habe ich gebraucht? Ich glaube. Ich sag 30 Sekunden. Ja, ungefähr. Oder 25 würde ich sagen. Guck, ich gebe dir noch bessere Note. Das war nicht schlecht. Okay, wie viel? 35 Sekunden. Okay. Egal, passiert. Geht so. Besser, oder? Ja, aber jetzt. Aber du hast mich gut gecoacht. Am Mittag hinter dir, die zweite Etage. Und dort gehst du zur nächsten Station. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ciao, ciao. So. Ja, dann gehen wir mal nach oben zur zweiten Station. So, wir sind jetzt bei der zweiten Station. Wir wurden zum Training eingeladen, zum Probetraining. Und ja, Moki, ich brauche mal deine Uhr. Ja, nochmal, ja. Hier gibt es nämlich ein Sprintduell. So, dadurch, dass ich in der ersten Station nicht mehr kann, habe ich mir jetzt Ersatz besorgt. Gegen Felix? Ja. Wie heißt du? Artem. Artem darf jetzt einmal gegen Felix rennen. Danke, dass du mich ausprobiert hast. Lass uns gewinnen und sehen, wer schneller ist. Wer gewinnt? Felix oder Artem? Ich glaube, du gewinnst. Doch, doch. Ah! Du musst durchlaufen, deine Zeit läuft noch. Ah! 11 Sekunden, nicht schlecht. Kann man machen. Artem, vielen lieben Dank, dass du für mich gelaufen bist. Danke dir. Station 2 ist durch. Wir haben Training quasi geschafft und wir gehen jetzt einmal zu Kili und unterschreiben den Vertrag. So, wir sind jetzt hier im Stadion Foyer West, denn hier ist die dritte Station. Probetraining habe ich gut überstanden durch die Beratung von Moki. Wir müssen einen Vertrag unterschreiben. Das Geile ist, du kennst ja alle Leute. Hey, da ist er ja. Grüß dich. Kili, ich bin Sebastian Kehr, Sportdirektor von Borussia Dortmund und schön, dass wir uns heute persönlich kennenlernen. Was tun wir noch? Moki, dadurch, dass du mein Berater bist, kannst du gerne meinen Vertrag unterschreiben. Ja, okay. Genau, schön mit dem Finger. Großartig. Herzlichen Dank. Das ist prima. Jetzt geht's los. Da kommt auch schon Alex, unser Clubfotograf.
Alex ist jetzt ein Star. Und weiter. Guck, der beste Mann. Guck mal, wie der. Yes, Alex macht jetzt von uns ein Foto, deswegen muss man sich dann hier hinstellen. Moki, du kannst gerne ein Foto für mich machen. Die kennst du ja schon von Alex. Genau, hier ist die Kamera. So, gefällt dir dein Bild, Moki? Ja. Dann auf Bestätigen. Wir haben es geschafft. Hier muss man sich jetzt ein bisschen beeilen. Wir müssen jetzt zur vierten Station, die ist nämlich hier gegenüber. Alle Verantwortlichen hier offenbar keine Anstrengung zu groß, eine langfristige Verpflichtung zu tätigen, die mit Blick auf den aktuellen Transfermarkt. Ja, geil. Ist schon süß gemacht, ne? Ja, Mann. Und wenn wir mit der vierten Station fertig sind, müssen wir direkt weiter zur fünften Station, die ist hier nebenan. Hier wird man in die WhatsApp-Gruppe der Spieler eingeladen. Cool, dass du in der Gruppe bist. Danke, Moki. Sehr gerne. Geil. Ihr habt es gelesen, es geht jetzt weiter in die Kabine. Wir sparen uns den Weg und... So, wir sind jetzt hier bei Station 6. Man kann hier mit den Spielern in der Kabine zusammensitzen. Dafür gibt es diese VR-Brillen. Moki, willst du dir das anschauen? Ja. So, wir haben einmal die Maske, dann kriegt Moki die Brille. Vorher scannen wir das Ganze mal ein. Es hat jetzt vibriert. Kannst du einmal aufsetzen. Und du kannst dich wirklich halt umschauen, ne? Ah, da ist Frankie. Wo denn? Aktuell haben wir auch ein Angebot bis zu den Herbstferien. Könnt ihr die ganze BVB Experience für 10 Euro machen? Pro Tag werden 11 Trikots von uns verlost, die dann von GLS dann nach Hause zu euch geliefert werden. Und? Was denkst du? Ja, ich sehe Sepp, Jule und Marco. Ah, da bin ich auch, Alter. Bitte geht weiter zu der nächsten Station. Ja, machen wir. Vielen Dank. Das fühlt sich so, als wäre das richtig echt, so, weißt du? Ja. Ja, ich will. Auch mit dem ganzen Gucken und sowas, ne? Ja. Du bist ja wirklich nah dran. Wirklich. Du denkst auch, du bist jetzt mit denen so, weißt du? Ja. Und das ist auch Sinn der sechsten Station. Wie gesagt, wir haben es zur Profimannschaft geschafft. Wir sitzen in der Kabine, kriegst eine kleine Ansprache, läufst dann in die Mixzone. Und in der siebten Station müssen wir jetzt einmal zur Trainerbank. Yes, kommen wir zur siebten Station. Die VR-Brillen befinden sich dann hier. Uhr wieder dran halten. Hast du gemacht? Ja. Ja, jetzt. Mein Spiel, Mann. Ah, jetzt Gladbach. Guck mal, die Tribüne war schon so voll, ne, bevor wir im Stadion ankamen, ey. Yes, wir kommen einmal zur achten Station. Wir haben es ja von der Trainerbank geschafft und wir haben ein Spiel gespielt. Nach dem Spiel gibt man immer Interviews. Ja. Moki, wir brauchen deine Uhr. Kein Problem, hier. Und weiter. Interviews, magst du das nach dem Spiel? Ist das? Kein Problem. Ich kann ja viel reden. Wie war das Gefühl für dich, zum ersten Mal aus dem Spielertunnel rauszulaufen und vor der gelben Wand zu spielen? Ja, das war schon Hammer. Ich habe nicht so eine Atmosphäre so gedacht. Auf jeden Fall, die Fans sind unglaublich. Die sind laut, die sind immer da. Und es war sehr gut. Vielen Dank fürs Interview und ganz viel Erfolg noch beim BVB. Vielen Dank. Tschüss. Interviews kann er. Wir haben es geschafft, die vorletzte Station. Wir müssen jetzt einmal zur neunten Station. Da gibt es einmal das Matchhaus-Foto. Let's go. Wie viele Matchhaus-Fotos hast du schon mit Borussia Dortmund gemacht? Weißt du? Seit 2020 Winter. So, du hast es geschafft. Zeit für ein Matchhaus-Foto. Karim. Yes. Jetzt haben wir dich gleich doppelt, glaube ich, irgendwo, oder? Ja, Mann. Warte, wo bist du? Da bist du, das Bild. Wäre witzig gewesen, wenn du auch bei Kiel gewesen wärst. Das ist ja, wir haben es offiziell in die Profimannschaft geschafft. Genau, das Bild gefällt uns. Du musst gleich noch ein Foto machen. Da musst du jetzt einmal posen. Da ja. Gibt es eine Tops-Karte. Diese Tops, ne? Ja. Und somit haben wir dann die BVB Experience durch, haben es geschafft, vom Nachwuchs zur Profimannschaft, sowie mein Trainer, mein Coach, der es auch vorgemacht hat, und Mutti. Hat lange gedauert, ja, aber der hat trotzdem geschafft. Ich war nicht schlecht beim Training, oder? Ja, das stimmt. Ansonsten, Mutti. Viel Erfolg, ja. Danke, dass du hier rausgebracht hast.